Hey, Mimeti, wenn die Frage sich aufdrängt, wer bin ich und wie gehe ich eigentlich mit all dem um, was ich so um mich rum habe, wenn es irgendwie gerade schon auch ein bisschen schwerer ist, dann war es bei mir so, dass ich mich halt extrem gefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich genau mein Wesenszug, der mich durch diese Welt trägt? Kann ich da irgendwie ein bisschen mehr Infos bekommen? Und ich habe ja dann Human Design gefunden, das genau auf das Antworten gibt. Also was ist mein Wesenszug? Was sind Gaben, die ich vielleicht als Bürde sehe? Was sind Dinge, die ich einfach tue, aber eigentlich damit anecke und wahnsinnig viel Energie verliere, weil ich es nicht im Bewusstsein habe? Und als ich dann das erste Mal so ein Human Design Reading hatte, wurde mir so vieles klar. Einerseits auch so, was sind meine optimalen Arbeitsumfelder? Was mache ich mir eigentlich mit meiner Gabe der Provokation, weil ich Ablehnung jetzt nicht wahnsinnig geil finde und mich immer gefragt habe, warum ich Ablehnung auch kassiere? Naja, wenn ich mit der Provokation einfach ja, rumschieße und nicht bewusst bin, wann ich wirklich provoziere oder wie ich provoziere und dann auf Gegenwind stoße, naja, muss ich mich nicht wundern. Ja? Heute weiß ich, okay, will ich jetzt provozieren, will ich nicht provozieren? Lohnt sich hier eine Provokation? Ich bin also in Kontakt gegangen mit dem Thema der Provokation und habe mir so meine Ablehnungsschmerzen oder Verletzungen reduziert, oder gehe mit ihnen einfach bewusster um und habe dort auch ein bisschen mehr Resilienz hinbekommen. Wunderbar ist auch im Sinn von zu wissen, was eigentlich so meine Lebensaufgabe ist, wo das Human Design auch ein paar schöne Inputs hat, die mich dann einfach viel klarer sehen lassen, okay, für das bin ich ja da und für das möchte ich ja gehen. Es fühlt sich einfach so richtig an. Und dieses Gefühl von, für mich war es eigentlich wie Heimkommen, dass ich endlich verstanden habe, warum ich einzelne Dinge mache, nicht einfach, dass ich sie mache, warum ich auch so fühle, wie ich zum Teil fühle. Und es hat eine wahnsinnige Ruhe reingebracht, mit der ich heute eigentlich täglich arbeite, weil ich mich immer wieder erinnere, okay, bin ich gerade im Umfeld, das optimal ist oder ideal ist für mich zu arbeiten und mein Wirken irgendwie auf die Welt zu bekommen. Oder stolpert es gerade wieder und ich stolpere so vor mich hin und warum eigentlich? Ah, ich bin nicht im Flow. Wenn ich nicht im Flow bin, bin ich nicht magnetisch. Wenn ich nicht magnetisch bin, muss ich mich nicht wundern, dass die Likes nicht daherfliegen, weil ich gerade irgendwie in einem Prozess mit mir bin, wo ich irgendwie ja, eher so drauf bin. Von dem her, diese Klarheit über meine Wesenszüge, was mir gelingt, welche Gegenübers mir auch praktisch helfen und auch das Verständnis fürs Anderssein der Menschen und nicht einfach nur, wieso macht er das jetzt nicht? Ja, er ist anders. Ja? Und wenn man weiß dann, was ist sein Human Design Profil, wird es völlig klar, wenn man nicht der gleiche Schlag ist, warum das gerade jetzt irgendwie nicht funktioniert und kann sich dann wieder darauf einlassen, was die andere Person braucht, oder ich kann mich für mich einsetzen, was ich jetzt eigentlich gern von der Person haben möchte, weil es mich in den Flow bringt, zum Beispiel. Ja, Human Design hat mich extrem schön begleitet und dieses Abenteuer möchte ich dir auch ermöglichen. Deswegen habe ich es auch auf meiner Piratenreise dabei und freue mich, wenn du Bock hast und mehr wissen willst, dann lass mich wissen und ja, lass uns austauschen, was deine Wesenszüge sein könnten. Oder was deine Bürden, die du als Bürde erlebst, vielleicht sogar Gaben sind. Ei?